Das war aber mal ein schöner Holzregen und da habe ich jetzt wie viel? Oh, fast 2 Stacks, das ist wirklich super. So viel kann ich wirklich gebrauchen. Dann fangen wir mal an mit meinen Plänen. Erstmal will ich einen Eingang haben. Einen Eingang. Ja, ein Zombie, ich ja ein Zombie. Der ist gerade nicht. Oh, ein Feuer. Feuerwehrwolf. Ich glaube, ich sollte mich doch mal schlafen legen, weil die kann ich nur mit einem Goldschwert besiegen. Und ich habe zwar ein Goldschwert gerade dabei, aber ich will doch jetzt kein Risiko eingehen. Auch mal lieber schlafen legen. Genau. So, hallo, liebes Schaf. La 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 la. Und hier rein damit. Ab ins Bett. So. Hasi, du kannst da nicht sein. Du musst jetzt mal weiter weg sein. So. Ach, hier brennt da jetzt. Das ist wunderschön. Das tut mir aber leid. Ein neuer Helm. Oder Hut. Noch ein neuer Hut. Wunderbar. Erstmal hier was essen. Ja, da hinten sterben auch nochmal die Monster. Hinten ist noch ein Wolf. Welcher aber wahrscheinlich schon friedlich ist. Sonst, ach, die Level könnte ich eigentlich auch mal wieder abfarmen. Zumindest die Essenzbären. Und dadurch kriege ich ja Level. So. Lalalala, ein Level. Wunderbar. 2 Level waren das jetzt. Was? Ein Skelett? Welches nicht brennt? Knut auf was? Hut, ich mein Helm. So, hier. Meine Rüstung ist jetzt auch schon fast hinüber. Ah, ich habe ja nicht so viel Eisen jetzt. Naja. So. Wie wollen wir es am besten machen? Ich würde gerne hier erstmal so einen Stamm hinhaben. So. Und hier dasselbe. Was ich da genau vorhabe, das werdet ihr noch gleich sehen. Dann brauche ich ein anderes Material. Soll ich da Kobbel nehmen? Ich nehme mal Kobbel. Ganz einfach. So. Ja, jetzt mal und hier mal so einen Querbalken hin. Wie wären das mal? Dass ich hier so eine 2 Ausgänge habe, aber nicht so ein normaler 2er-Ausgang, sondern wirklich, also so ein Ausgang mit ein paar Bruchsteinen dazwischen. Genau. Habe ich ja noch andere 2 Steintiere hier. Da werde ich mal hier mal so und so. Mal sehen, ob das gut ankommt. Und dann hier an der Ecke jeweils wieder so ein Holzstamm. 5 Blöcke mal bitte groß. Und auf der anderen Seite genau dasselbe. Genau. So, ein bisschen Terraform müssen wir ja da eigentlich auch noch. Das machen wir noch. Und wenigstens hier das bisschen dazu machen. Dazu will ich noch mal ein bisschen mehr Erde holen. Die ich in den Truhen noch habe. Da habe ich noch einen Stack. Und da auch noch mal ein bisschen was. So, da musste ich eben mal niesen, aber ich habe mein Mikrofon ausgeschaltet, darum habt ihr es nicht gehört. Ein Schmetterling, oh wie schön. So, hier mal ein bisschen Terraformen. Dass dieser Schandfleck endlich mal wegkommt. Wo ich mich ja so ein bisschen verschätzt habe. Das war ja damals so, ich habe ja gedacht, dass ich die Schmiede ruhig größer machen kann. Dann konnte ich die Schmiede doch nicht größer machen und naja, musste ich das ganze Gebäude verkleinern. Das sind halt jetzt nur noch die Überreste hier. Schöne Zelda-Musik. Ah ja, Zelda. Könnte ich eigentlich auch mal Let's Playen. Irgendein Spiel davon. Kommt vielleicht eines Tages. Eines Tages kommt es ja. Im Moment nehme ich ja noch Pokémon Hard Gold und Pokémon. Nicht Pokémon, sondern Super Mario Galaxy auf. Ist ja, denke ich mal, noch am Laufen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufnahme. Denke ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Ah, doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Möchte wenigstens den Schandfleck jetzt hier so ein bisschen mal weg haben. Wenigstens ein bisschen. So, da kommt ja dann die Mauer hin. Also muss ich das hier auch nochmal alles ein bisschen erhöhen. Dann brauche ich nochmal ein bisschen mehr Erde.
Denkt aus dem Meer an die Erde. Eigentlich nicht, aber ja. Ihr wisst, was ich denke ich mal meine. So. Wir sollten hier noch ein bisschen Erde wenigstens haben. Ja, da ist noch eine Menge verfügbar. Notfalls müssen wir noch mal ein paar Minions spawnen lassen und mal einen anderen Berg abbauen lassen. Wo wir eine Erde kriegen. Genau. Muss ja hier auch alles um eins nach hinten verschoben werden. Ah, dieses blöde Ohrgras. Das nervt. So, und hier mal so. Dass das so ein bisschen hier angepasst ist. Gerade wenn dann die Wand steht, ist das ein bisschen doof, wenn das dann so komisch überschaut. Was? Ach, Wildschwein! Du hast mich angesoffen, das finde ich aber nicht in Ordnung. So. Dann hier mal weiterführen und. Dann hier mal. Terraform ist zwar jetzt nicht das Spannendste, aber es muss gemacht werden. Das muss gemacht werden. So, ich denke mal, so kann man das jetzt mal lassen. Genau, und dann werden wir uns jetzt weiter in die Schmiede kümmern. So, habe ich jetzt ein bisschen zu viel hingesetzt und verbaut. Muss auch mal sein. So, und dann noch die andere Ecke. Schmiede soll auch Fenster halten. Denke ich zumindest, doch eigentlich schon. Und dann sehen wir mal weiter. So, 2, 3, 4, 5. So. Dann hier, das ist ja der Eingang. Hier kann ja ruhig mal. Ich würde jetzt mal hier eine Fackel ran. Da in der Mitte kommt ein Schild hin, dass das die Schmiede ist. Und hier. Hier, ja, da kommt mal so ein anderes Fenster mal rein. Sonnenfenster. Lange im Überlegen. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, wenn ich hier Eisengitter reinmache. Könnte man machen. Kann man machen. So, hier, so, so. Hat doch jetzt ein bisschen mehr mit Holz gebaut, aber ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. So, hier jetzt mal rüberführen. Dasselbe hier nochmal, aber irgendwie habe ich so ein komisches. Wie ist das? Unsymmetrisch. Das ist vollkommen unsymmetrisch. Was habe ich denn da gemacht? Nochmal hier abbauen. Ach, toll. Schnell gemacht. Dass ich das auch gar nicht eben bemerkt habe. Naja. Nochmal abbauen das Ganze. Wir haben ja hier noch die Steinspitzhacke, stimmt. Weil ich auf der Höhentor plötzlich keine Eisenspitzhacke mehr hatte. So und so. Die ganzen Steinziegel hier einsammeln. Dann hier nochmal. Da kommt einmal der Eingang hin und da auch. Also die Tür meine ich damit. Und dann hier wieder Fischnholz. Das kommt da wieder weg. Und hier runter mit dir. Das andere, dasselbe auf der anderen Seite auch nochmal. So, und der hier dann runter, genau. Und hier jetzt. So passt das, denke ich mal schon ein bisschen mehr. Dann ist hier auch ein größeres Fenster drin, umso besser. So. Da hinten nochmal dasselbe. Koppel haben wir ja momentan ja genug. Daran mangelt es ja nicht. So, dann wäre die Vorderseite schon mal fertig. Wenigstens etwas. So, dann die nächste Wand. Nächste Wand. Da könnte ich. Mach ich dazu? Mach ich so. Denke ich mal zumindest. Warte, jetzt hier so ein Viererfenster wieder rein. Mal schauen, ob das so alles passt. Und dasselbe auf der anderen Seite auch nochmal. Also vier Fenster, damit man nicht halt 2x2. So ist es vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt. So. Da habe ich schon
einen zu weit gebaut. Und dann würde ich gerne hier dann Fichtenholz wieder hoch machen. Vielleicht so ein ähnliches Design wie bei unserem anderen Haus dort hinten. Naja, fast so ähnlich, fast so ähnlich. Nicht ganz, aber fast. So, und dann werden wir mal weiterschauen. Soweit jetzt er passt. So, hier vier und da vier, das passt wunderbar. Ist ja super. Das erfreut mich. Das erfreut mich. So. Ich kann ja währenddessen eigentlich auch mal wieder einen neuen Fichtenbaum pflanzen. Obwohl. Bei dem Fichtenbaum ist leider kein Fichtensetzling gespawnt. Das finde ich doof. Habe ich noch genügend Fichtensetzlinge für einen großen Fichtenbaum? Hier vielleicht? Nein? Doch, habe ich noch ein Glück. Es wäre jetzt ein doof, wenn ich keine genügend Fichtensetzlinge mehr hätte. Die können ja, der Fichtenbaum kann ja schon mal wachsen, während ich da baue. So. Und dann mal weitersehen. Hier mal und dann hier so ein Querbalken rein. Selber auf der anderen Seite auch nochmal. Und ich bin halt momentan noch am Überlegen, ob ich dann da Eisengitter reinmachen soll oder normales Glas. Aber irgendwie Eisengitter spricht mich doch schon irgendwie an. Das spricht mich doch schon irgendwie fast an. Ja, mal schauen, mal schauen. So, hier hoch. Ganze und da mal hoch. Und hier jetzt mal so. Immer weiter und sofort. So, haha. Da mal rein. Und da mal hoch. Und weiter geht es. Nur noch ein paar Minuten geht jetzt die Aufnahme, dann werde ich erstmal wieder eine Aufnahmepause machen. Hat schon mal wieder gut, wirklich wieder aufnehmen zu können. Ich habe lange darauf gewartet, endlich wieder aufnehmen zu können. Und ja, freue mich dann schon wieder auf die nächste Aufnahme. Aber war auch jetzt wirklich sehr interessant, weil die letzte Aufnahme vor meiner OP war Minecraft und die letzte Aufnahme, nee, die erste Aufnahme nach meiner OP war auch wieder Minecraft. Also dazwischen habe ich jetzt gar nicht aufgenommen, kein anderes Let's Play. Obwohl ich in Minecraft am weitesten, ja, fortgeschritten bin, sage ich mal. Hey, Spinne, das geht so hier aber nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. So, hier wird es dann wahrscheinlich ein bisschen anders werden. Genau, da wird dann ein größeres Fenster reinkommen oder ich mache hier jeweils ein Dreierfenster rein. Mal schauen, ob das soweit dann passt. Mal schauen. Ah, nicht ganz, glaube ich. Ja, mal schauen, mal schauen. 1, 2, 3 und hier und dann dort in der Mitte. In einer Fenster passt, denke ich auch, denke ich. Genau. Wenn wir das jetzt hier noch alles beenden, dann werde ich schon mal so ein bisschen paar Eisengitter reintun, weil wir haben ja noch ein paar Eisengitter, dass ich beim nächsten Mal auch weiß, dass ich da mit Eisengitter arbeiten will. So. Ach, das ist auch mein letztes Holz dann hier. So. Oh, hier nochmal was essen. Beim nächsten Mal sollte ich dann auch hier ein bisschen Essen holen. Die paar Karotten, die werden nicht mehr lange reichen. Karotten. Warum sage ich immer Karotten? Tomaten sind das. Ist ja schrecklich. So, erstmal nochmal ein paar Eisengitter holen. Ein Creeper. An meinen Truhen. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Finde ich gar nicht in Ordnung. So, Eisengitter, Eisengitter, Eisengitter. Die sind dort schon mal nicht drin. Dort auch nicht. Dort auch nicht. Wo sind sie? Oder habe ich die noch im Rucksack? Das kann natürlich sein. Habe ich da jetzt rausgetan? So, Waschentüren rausgetan. Nee, die habe ich glaube noch im Rucksack. Na gut. Ja, sehr wahrscheinlich. Okay. Dann rennen wir jetzt mal ganz schnell zurück und gehen in die Aufnahmepause. Ach, toll. So, Rucksack, Rucksack. Da. Da sind die Eisengitter. Die tue ich mal hier in die Hand, damit ich das beim nächsten Mal auch noch weiß. Genau. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Bis dahin, viel Spaß euch noch, schalt wieder ein und bye bye.